Sport in der zweiten Lebenshälfte kann maßgeblich für ein gesundes Leben und wenig Beeinträchtigungen im Alter beitragen. Aber was für Sport und wie viel davon ist gesund? Das fragt mir jetzt der Dr. Ulrich Frank, Chefarzt und Leiter Angiologie am Kantonsspital Graubünden. Welches sind die häufigsten Beschwerden von Ihren Patienten? Es ist natürlich schon so, ich denke, ein Großteil meiner Patienten kommen eben mit arterieller, also Schlagader-Durchblutungsproblemen an den Beinen. Wobei die Beine da, denke ich, ist vielleicht nicht so ein Altersphänomen, wie zum Beispiel, wenn sie zusätzlich auch Durchblutungsprobleme im Bereich der Beckenschlagader oder Bauchschlagader habe. Das heißt, da kommen natürlich viele, wo es primär heißt, sie haben ja irgendein Rückenproblem und haben dann entweder wirklich das Rückenproblem oder das Durchblutungsproblem. Und insoweit ist zum Beispiel gerade diese Rückenproblematik mit Schmerzen oder auch Bewegungseinschränkungen oder auch Fehlhaltungen der Wirbelsäule, das ist natürlich doch ein relativ häufiges Phänomen, gerade in der Altersgruppe 70 plus. Ja. Dass dann Leute kommen, die sagen, ich habe irgendwie ein Taubheitsgefühl in den Füßen. Das muss doch an der Durchblutung liegen. Und letztendlich kommt raus, die Durchblutung ist normal, aber sie haben halt ein zusätzliches orthopädisches Problem. Was dann wiederum häufig mit Haltungsfehlern und vielleicht auch einer immer schwächer werdenden Muskulatur zusammenhängt. Welche von diesen Beschwerden sind auf mangelnde sportliche Betätigung eigentlich zurückzuführen? Kann man das überhaupt so definieren? Das ist schwierig, ja. Also da müssen wir natürlich sehr früh anfangen. Also natürlich die Durchblutungsstörungen am Herzen oder Durchblutungsstörungen auch an den Beinen oder an anderen Organen, ja. Da spielt natürlich diese Systemerkrankung Atherosklerose eine große Rolle. Und da ist es natürlich so, dass man sagen muss, da spielt natürlich dann ausreichende Bewegung natürlich eine ganz entscheidende Rolle in der Prophylaxe. Also sprich, wenn man sich ausreichend bewegt, ein normales Gewicht hat, der Blutdruck möglichst gut ist, die Cholesterinwerte immer im niedrig normalen Bereich sind, dann ist das Risiko natürlich so eine Erkrankung zu entwickeln oder dass sie da auch fortschreitet, deutlich geringer. Was kann man mit sportlicher Betätigung jenseits vom 50. Altersjahr denn erreichen? Viel. Also ich habe das natürlich mir auch, also lange Zeit habe ich gedacht, naja gut, also wenn man erstmal sozusagen in diesen Altersprozess eingestiegen ist, hat man eigentlich wenig Chance, dem zu entgehen. Aber das, was man heutzutage so an neueren Forschungsergebnissen hat, zeigt, dass also gerade auch wenn man sozusagen das 50. Lebensjahr überschritten hat, immer noch sehr viel erreicht werden kann. Sowohl bezüglich der körperlichen Leistungsfähigkeit, sicherlich nicht mehr in der Spitzenleistung, aber eben in der Langausdauerleistung kann man noch sehr lange wirklich gut sein. Und auch im Muskelaufbau. Also man kann wirklich auch mit 50, 60 oder 70 noch Muskulatur aufbauen. Wie intensiv muss man denn da Sport betreiben, wenn man sich gesunder halten will, sage ich jetzt mal. Genügt da ein täglicher, gemütlicher Spaziergang, 30, 45 Minuten, oder muss es dann schon ein bisschen intensiver sein? Es muss schon ein bisschen intensiver sein. Ja, also es ist natürlich so, wenn man jetzt den Blickwinkel auf Ausdauertraining legen will, also sprich wirklich die Ausdauerleistung verbessern, da denke ich, da braucht es schon 2 bis 3 Mal pro Woche einen entsprechenden zeitlichen Aufwand von wahrscheinlich mindestens 1 Stunde. Ja. Und das sollte natürlich auch irgendwo ein Mix sein aus Leistungstraining und Krafttraining. Also ohne Krafttraining kommen wir wahrscheinlich nicht zum Ziel. Sowohl bezüglich der Stoffwechseleffekte als auch bezüglich der Ausdauerleistung. Also im Prinzip kann man nicht allein nur das Herz trainieren, sondern man muss einfach auch die Muskulatur, also die Beinmuskulatur, Rückenmuskulatur, Armmuskulatur mittrainieren. Und das hat dann auch den deutlich höheren Effekt auch auf die Fettstoffwechsel.
Fettstoffwechselstörung. Also sprich, man kann auch Cholesterin natürlich reduzieren und Neutralfette reduzieren, wenn man ein entsprechendes Ausdauertraining macht. Aber das muss mindestens eine halbe Stunde sein, besser eine Stunde. Stunde ununterbrochen körperliche Aktivität, dann verbrennen wir wirklich auch die Fette in unserem Körper. Sie sagen Ausdauertraining, was ist das? Joggen oder eben zum Beispiel auch Nordic Walking? Ja, also ich würde natürlich immer das Nordic Walking empfehlen, weil dann haben die Arme auch was zu tun. Das heißt, man entlastet auf der einen Seite die Wirbelsäule, weil eben ein Teil vom Gewicht auf dem Nordic Walking Stock ruht. Und auf der anderen Seite die Armmuskulatur und die Rückenmuskulatur, die arbeitet halt deutlich mehr. Das heißt, wir haben sozusagen ein Drittel mehr Stoffwechseleffekt dadurch, dass die Arme und die Beine aktiv sind. Und eben, wenn man sozusagen noch Richtung Haltungsschäden oder Bandscheibenprobleme und Wirbelsäulenprobleme gehe, dann ist natürlich auch so, dass diese Entlastung des Schultergürtels und gleichzeitig das Trainieren von den Muskelanteilen neben der Wirbelsäule einen ganz positiven Effekt hat. Das ist gerade ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Gerade ältere Patienten haben ja vielleicht noch weitere Erkrankungen, wo sie ihr dann daran hindern, zum Sport zu betreiben. Eben Gelenke, die einem wehtun, der Druck, der einem wehtut. Wann muss man aufpassen? Ja, ich denke, es ist natürlich schon so, wenn entsprechende deutliche Einschränkungen in der Gelenkbeweglichkeit vorhanden sind, dann muss man je nachdem auch natürlich nochmal mit den behandelnden Ärzten Rücksprache halten, was für eine Art von Belastung wirklich Sinn macht. Also viele Leute haben ja Hüftprobleme, Knieprobleme oder auch Schultereinschränkungen. Generell muss man ja sagen, häufig tut die Bewegung ja gut. Ja, also der typische Arthrose-Patient mit der Hüftarthrose sagt, morgens ist schlecht und wenn ich dann tagsüber unterwegs bin, wird es eigentlich eher besser. Und insoweit ist wahrscheinlich so, dass wenn es vertretbar ist, dann macht eigentlich Bewegung und Sport auch in so einer Situation noch Sinn. Ja. Weil natürlich die Ernährung zum Beispiel von unseren Knorpeloberflächen findet eigentlich nur dadurch statt, dass die umgebende Gelenkflüssigkeit einmassiert wird. Und zum Einmassieren muss man eigentlich das Gelenk bewegen. Gibt es abgesehen von sportlicher Betätigung weitere Möglichkeiten, um die Gefäße eben fit und gesund zu erhalten? Ja gut, da kommt das wichtigste Thema ist dabei das Rauchen, ja. Weil es ist klar, also das Rauchen ist natürlich der Faktor, mit dem wir ganz extrem unsere Gefäße schädigen. Die 10.000 Inhaltsstoffe der Zigarette, die können einfach nicht gut sein, ja. Und insoweit ist so, dass das Rauchen ja für sich genommen je nachdem bis zu 10 Lebensjahre kostet. Und das sind natürlich die Gefäße, die da eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, zunehmende Nierenschädigung, dass man dann irgendwann sozusagen dialysepflichtig wird. Diese Risiken sind einfach bei den Rauchern viel höher als bei den Nichtrauchern. Und insoweit ist natürlich das mal das Allererste. Ja. Und dann kommt natürlich dazu die entsprechende Ernährung. Da haben wir ja nun relativ gute Daten dazu, dass eben so eine mediterrane Kost mit relativ viel Gemüse und wenig oder schon ausreichend Eiweiß, aber qualitativ hochwertigem Eiweiß, wenig tierische Fette, dass das doch eine ganz entscheidende Rolle spielen kann.